Weiter geht's hier im Project Zomboid mit einer neuen Folge. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen an der Stelle. Und schön natürlich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Freut mich. Ja, und falls ihr euch gerade fragt, wieso sitzt er jetzt eigentlich im Wagen? Letztens stand er doch noch unten bei dem Gartengeschäft. Das hat schlicht und ergreifend nur einen Grund. Ich bin zu faul zum Laufen und hätte gerne ja, den Lieferwagen ein wenig weiter oben in der Nähe ja, unseres eigentlichen Ortes, wo wir hinwollen. Deswegen parke ich auch direkt gleich mal hier in der Häuserreihe. Da haben wir ja auch übernachtet gehabt in einem der Häuser. Und ja, ich glaube, hier stehen wir ganz gut. Dann ist es auch nicht ganz so weit zu laufen. Da ist allerdings schon wieder ein Zombie. Ne, zwei sogar. Mal eben kurz platt machen. Denn was zu essen bräuchte ich auch noch. Von daher trifft sich das sowieso ganz gut, dass wir hier gerade unterwegs sind. Sehr schön, da ist kein Zombie. Passt. Jetzt ist da natürlich zu, gell? Ah, da droht allerdings, da droht Gefahr von vorne. Aber gut, ich denke. Nee, ich denke nicht, dass wir hier bleiben. Ich wollte gerade sagen, ich denke, die kriegen wir geschafft. Das mit Sicherheit, aber kein unnötiges Risiko eingehen. So, Charakter, was ist los? Wollte sich nicht rüberziehen. Ja, das ist schon besser. Das ist schon sehr viel besser hier. Okay. Ja, wieso eigentlich umständlich, wenn es auch leicht geht, gell? Einfach mal die Tür benutzen und da sehe ich auch direkt mal eine Pistole. Sehr schön, nehmen wir direkt mit. Passt. So, was zu essen bräuchte ich allerdings? Gepökeltes Rindfleisch und dann haben wir noch Hundefutter. Können wir gleich mal essen. So, Hundefutter. Das nehmen wir nur mit. Das essen wir noch nicht direkt. Oh, okay. Da sind wir auch nicht alleine. Na super. Oh, wundervoll. Ja, ganz toll. Da ist ja richtig was los hier. Das ist eigentlich nicht Teil des Plans, dass hier so viele Zombies da sind. Na gut. Kriegen wir schon irgendwie geschafft oder ja, vielleicht doch besser gehen. Naja, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. So, wisst ihr was? Einfach jetzt mal loslaufen. Die Zombies lassen wir alle hinter uns und nix wie rüber da. Oh, da wäre ein funktionstüchtiger Lieferwagen. Der ist ja nagelneu. Oh, den bräuchte ich. Den bräuchte ich und den hätte ich auch ganz gerne. Der schaut auch noch gut aus, der Dash Bull Driver hier. Ja, das müssen wir uns fast merken. Das müssen wir uns fast merken. So, rüber hier, über den Zaun. Ein bisschen die Zombies loswerden. Da ist noch einer. Die kommen echt von überall. Die kommen von überall. Da ist auch einer. Hm. Auch wieder jemand drin. Nun gut, da warten wir jetzt aber kurz. Na komm raus. Trau dich. Oh, sind das zwei? Ja, das sind zwei. Ah, die Tür ist zu. Okay, beide tot. Passt. So wollen wir das. Gut. Die packen wir mal dahin. Brauchen wir aktuell nicht. Brauchen wir aktuell auch nicht. Brauchen wir aktuell auch nicht. Wunderbar. Hier noch was drin, was wir brauchen. Käsenudeln, oh ja. Ab in den Magen damit. Und Müsli nehmen wir uns auch mit. Haben wir vielleicht hier irgendwo noch Beta-Blocker rumliegen?
Oder habe ich da sogar. Nee. Eingepackt habe ich keine. Aber vielleicht im Badezimmer hier. Da sind leider keine dabei. Und eine Haarfärbung bei meiner vollen Haarpracht macht wenig bis gar keinen Sinn. Hier noch was drin? Brauchen wir auch nicht. Ich bräuchte noch ein Badezimmer. Was ist hier noch alles? Säge, Klebeband. Ja, Klebeband, wieso nicht? Müssen wir vielleicht sowieso mal schauen, wie unser Hammer aussieht. Der sieht nicht gut aus. Gleich mal reparieren. Okay. Recht viel hat es nicht gebracht, aber besser als nix. Bandagen, ja. Aber leider keine Beta-Blocker hier. Jetzt, wo ich weiß, dass der Hammer bald einen Geist aufgibt, hätte ich halt ganz gerne noch irgendwie, wenn möglich, eine Ersatzwaffe mitgenommen. Das wäre mir zumindest ganz recht. Oh shit, wo kommt denn ihr alle her? Ja, holy. Holy moly. So viel los. Okay, wisst ihr was? Ich laufe jetzt wirklich durch. Weil irgendwo hier müsste doch sowieso jetzt ganz gleich der Ort kommen, wo wir uns ausgetobt haben beim letzten Mal. Das kann doch eigentlich gar nicht mehr so weit weg sein. Ja, ich sehe einen Zaun. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Das ist immer richtig. So, wenn wir jetzt da gleich drüber springen könnten, dann hätte das den Vorteil, wir da gleich uns ein bisschen absichern können. Passt. Ein paar sind schon tot. Ein paar haben wir schon beseitigt. Die sollen ruhig alle auf die Straße kommen. Das ist mir sowieso lieber als da drin in dem umzäunten Gebiet. Das ist aber viel, was hier los ist. Das ist sehr viel. Das ist richtig viel, was hier los ist. Nun gut. Viel hilft viel. Bei den Zombies ist es vielleicht nicht der Fall, aber trotzdem nicht verkehrt. Ja, wenn die Schrotflinte mitmacht. Wenn die Schrotflinte mitmacht, habe ich keine Patronen mehr? Durchladen. Geklemmt hat sie mal wieder, glaube ich. Jetzt geht's. Ja, Beta-Blocker wären da jetzt schon was Feines. Die wären da jetzt schon wirklich was Feines. Oder ein Molotow-Cocktail. Wahlweise würde ich auch den nehmen. Sollen wir drüber springen über den Zaun? Sollen wir es wagen? Ich wage es. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Hat funktioniert. Komm, stirbt Zombie. Ja gut, mach mal kurz so. Die kommen natürlich jetzt alle an. Einzelne können wir auch so machen. Da zückt mir jetzt nicht die Shotgun für jeden einzelnen Zombie. Das ist es gar nicht wert. Oh, was ist denn das für ein Thron? Sehe ich heute zum ersten Mal. Ja, kommt ihr nicht durch, gell? So ein Pech aber auch. Können wir euch gleich mal alle beseitigen. So, wieso treffe ich die hier nicht? Jetzt geht's. Passt. Gleich mal da drüben ein bisschen das Feld ausdünnen. Ja, die erwische ich von hier nicht. Und die scheinbar auch nicht. Ich schaue immer bewusst ein bisschen hinter mich, denn ich weiß nicht, ob da nicht auf einmal die Zombies daherkommen, die ganz große Meute hier. Kommen schon die ersten. Kommen schon die ersten an. Wie schaut's patronentechnisch aus?
Müssen wir bald mal wieder nachlegen. Dann packen wir vielleicht gleich mal eine Schachtel aus. Einmal. Komm, Charakter, mach hinne. Ja, das ist ein bisschen was, was da drüben los ist. Also, wir locken hier gerade sämtliche Zombies an. Aber das schadet nicht. Das schadet nicht, weil dann haben wir die anderen Bereiche auf alle Fälle ein bisschen zombiefreier. Schaut euch das mal an. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn, was hier alles zusammenkommt. Nun gut, ich mache weiter mit dem, was ich am besten kann. Zombies abknallen. Wenn ich welche treffe. Versteht sich. Da kommt einer. Aber gut, einer ist zu schade. Einer ist zu schade, um die Schrotflinte zu verwenden. Komm, fall um. Oh ja, das schaut schön aus. Das schaut sehr viel schöner aus. Stehen aber wieder alle auf, gell? Willst nicht glauben. Schieße ich mitten rein in die Menge und trotzdem. Es sind noch so viele da. Na gut, vielleicht erstmal die hier vorne machen, damit die Panik ein bisschen runtergeht, weil ich bin extrem panisch. Soll heißen, dementsprechend schlechter treffe ich auch was. Und da macht schon Sinn, wenn wir die in der direkten Nähe hier abknallen. Ein wahres Schlachtfest ist es. Ein wahres Schlachtfest. Ich will aber gar nicht wissen, wie viel unten los ist von den Zombies. Ich will es echt nicht wissen. Ja, da versammeln sie sich auch schon am Zaun. Also rausspringen wird schwierig. Wird sehr schwierig. Ach du Heiliger, werden das immer mehr? Ich glaub schon. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die immer mehr werden. Ja, und kaum gehen wir ein bisschen weg vom Zaun, verschwindet auch dieses Panisch-Symbol. Man sieht es jetzt recht schön. Gehen wir näher ran. Da sind wir etwas panisch. Und je näher, dass wir quasi der ganz großen Meute kommen, umso schlimmer wird es halt. Von daher, es macht schon Sinn, eher aus zweiter Reihe zu zielen. Also wie wenn ich hier direkt am Zaun klebe. Da sieht man es. Wenn ich hier am Zaun klebe, dann dreht der Charakter ein bisschen am Rad. Berechtigterweise aber auch. Ich meine, so eine Zombie-Horde ist ja doch nicht so schön. Aber zum Glück sind sie nicht die hellsten. Oh. Ja. Auf einzelne kommen aber trotzdem immer wieder. So, treffe ich euch hier nicht? Wahrscheinlich wegen dem ganzen Grünzeug da. Passt. Haben wir den noch? Komm. Oh, hinter mir. Hinter mir droht Gefahr. So. Bevor wir jetzt aber da alle Patronen hier rausballern, für die Zombies auf der gegenüberliegenden Seite. Ich wollte eigentlich hier vorne den Bereich säubern. Wir müssen uns also ein bisschen ausrüsten. Müsli einwerfen. Gut, 39 Patronen habe ich auf Reserve. Vielleicht packe ich nochmal welche aus. Weil unterm Feuergefecht wird es schwierig. Oh, die schaut nicht mehr gut aus. Die Shotgun schaut nicht mehr gut aus. Das ist ungünstig. Das ist sehr ungünstig. War da drüben nicht noch ein Kopf? Der hätte eine Shotgun, gell? Ja, dann müssten wir eigentlich hier mal kurz reinballern. Wären auch nicht so viele Zombies, aber komischerweise erwische ich da nur einen. Ach komm, egal. Probieren wir es so. Will gar nicht wissen, was hier los ist. Wenn ich um die Kante schaue, trifft mich wahrscheinlich
Der Schlag? Nicht mal. Na, jetzt aber. Jetzt geht's schon los. So, du im Haus bleibst gleich drin liegen. Du darfst gar nicht rauskommen. Ah, da hätten wir auch noch, stimmt, den antiken Ofen. So, zack. Ich weiß nicht, wo alle Zombies sind. Aber das ist irgendwie ein leichtes Unbehagen, das mich da begleitet, weil da so wenige sind. Ich hab doch eigentlich mehr angelockt. Sind mir zu wenige hier. Viel zu wenige. Ich will mehr Zombies. Klingt komisch, ist aber so. Was zu trinken bräuchte man schon wieder. Scheinbar. Ah, der hat sämtlichen alten Kram hier. Der Antiquitätenladen. Zack. Auch abgeknallt. Aus nächster Nähe. Okay, also den Thron will ich auf alle Fälle haben. Und den Ofen hier hätte ich auch noch ganz gern. So, jetzt kommt er natürlich, wenn ich hier im Laden bin, gell? Das passt mir ja gar nicht. Na, kriege ich jetzt die drei nicht? Ins Ziel, doch. Kriege ich schon. Und die eine machen wir wieder so. So ist es eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen, wenn sie immer so häppchenweise kommen. Immer schön stillstehen. Dann passt es auch. So, dich. Okay, das war zu lahm. Zu lahm war ich da. Hätte ich ein bisschen schneller sein sollen. Zum Glück hält der Zaun, was er verspricht. Sonst hätte ich ein mordsmäßiges Problem. Seht ihr das, was da vorne los ist an dem Zaun? Das ist nicht feierlich, was hier los ist. Die sind ja jetzt noch näher rangerückt. Okay, da müssen wir auf alle Fälle gleich mal reinhalten mit der Shotgun. Nein, ich habe keine Kugel drin. Im Lauf. Klassisch wieder das Nachladen vergessen. Oh, Zombies. Können wir ein bisschen hier unseren Skill steigern. Wobei ich mich gerade frage, wenn ich jetzt einen Molotow-Cocktail hinschmeißen würde, wird der Zaun dann auch kaputt gehen? Oder hält der das aus? Sonst ist das ja rein theoretisch jetzt reine Munitionsverschwendung, was ich hier betreibe. Andererseits, für einen Skill schadet es auch nicht. So seitlich stellen, dann erwischen wir die hinterm Zaun auch noch. Ja, das ist ein bisschen was, was da hinterm Zaun auf uns wartet. Also rüberspringen ist jetzt keine gute Option. Und da lasse ich das auch mal schön bleiben. So. Gut. Ich weiß nicht, ob da die Patronen reichen für die ganze Action hier. Wir haben noch zwei Schachteln. Ein bisschen weiter weg vom Zaun. Wir sind immer noch extrem panisch, aber da treffe ich halt nichts mehr, gell? Wahrscheinlich wird es auch nicht mehr allzu lange dauern, bis die Shotgun hier einen Geist aufgibt. Thank you.
passt. Ja, können wir schon wieder durchladen. Wie schaut's denn mit der aus? Ja, geht eigentlich noch. Ein bisschen was hält's ja schon noch aus. Oh, Zombie, okay. Will die wieder mitmischen? So, nichtsdestotrotz brauche ich jetzt mal ein bisschen Wasser. Und ja, ich glaube, so im Großen und Ganzen haben wir es ganz gut ausgedünnt hier hinterm Zaun. Vielleicht da noch ein bisschen reinballern. Haben wir keine. Wir haben keine Patronen mehr. Schlecht. Oh, okay. Zücken wir mal den Hammer. Wunderbar. Ja. Das wollten wir hier noch machen. Also läuft tatsächlich heute erstaunlich ruhig ab. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, aber gut. Der Zaun ist mir schon eine große Hilfe, das muss man echt so sagen. Und wir haben ja sogar noch die Pistole dabei. Ja, wisst ihr was, dann machen wir es doch mal so. Probieren wir die doch mal aus. Habe ich noch nie ausprobiert mit der Pistole. Ich bin ja eher so der Schrotflintentyp. Mit Laser sogar. So, habe ich kein Magazin drin, kann das sein? Ne, ich hätte ein Magazin, aber ich muss es natürlich erstmal hier, wo haben wir es denn? Wo haben wir das Magazin? Ne, nicht vom Piss. Magazin einfügen. Kein Magazin gefunden, oder ist es leer? Aber steht hier nicht, dass ich ein Magazin drin habe? 9mm Magazin, 0 von 15. So wie ich das lesen würde. Ah ne, aber benötigt Magazin, um zu funktionieren. Schade, dann geht's nicht. Dann geht es nicht. Dann muss ich leider wieder meine Pistole wegpacken und zu der hier greifen. Die allerdings echt so langsam einen Geist aufgibt, denke ich. Immer rein in die Menge. Willst nicht glauben. Willst nicht glauben, wie die wieder aufstehen. Ja, endlich. Wurde mal Zeit, dass da ein paar umfallen. Wie schaut es eigentlich skilltechnisch aus? Zielen? Stufe 6. 969,33. Nachladen? 537. Man sieht halt ehrlich gesagt auch gar nichts mehr, weil da so viele Leichen liegen. Allein schon das hier hinten. Dass man hier sieht, wie alles halt voll mit Blutspritzern ist. Da weiß man schon, was da abging. Gut, der ist auch tot. Ich würde sagen, wir haben 24 Minuten im Kasten und ja, sehen uns dann, wenn ihr Lust habt, hier an Ort und Stelle beim nächsten Mal wieder. Ich bin gespannt, was uns da vorne noch erwartet. Ich denke, es bleibt nicht so ruhig, aber wir werden es herausfinden in der nächsten Folge von Project Zomboid. Vielen lieben Dank wieder fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Servus.